45.000 Naonit reicher. Sind wir wieder da. Und es ging wesentlich schneller als erwartet. Mit den vier Airminern hier in dem Gebiet. Alles schnell weggefräst. Ich habe schon ein bisschen rumgetestet, was neue Schiffe angeht. Das ist auch nicht das Originalschiff, mit dem wir eben gerade beendet haben. Aber die Schiffe, die ich jetzt vorbereitet hatte vorher, haben mir am Ende dann doch nicht wirklich gefallen. Das heißt, ich gehe jetzt auf das Altbewährte zurück. Ich hoffe, das hat die Zeit überstanden, weil es gab ja doch ein paar Änderungen im Spiel. Und zwar und dem guten Dr. Decker. Die Modelle. Ich habe jetzt nicht alle runtergeladen, sondern nur ein paar. Also die, die für unsere Textstufe interessant sein könnten. Und das Wichtigste ist natürlich der Cube. Ja, gib mir den Cube. Okay, können wir dich ein größer machen? Oh, ja, nee, okay. Cube. Oh, wir haben nicht genug. Aber wir haben zu viel Crew. Das müssen wir später noch umstellen. Das Ding hat auch nur 3.000 Schilde. Ja, ich möchte ein bisschen skalieren. Und zwar so. Am besten mit halbwegs glatten Werten. Und ja, 125 ist glatt, weil es ist eine 25-prozentige Steigerung. Apply. Schon sind wir 6.000 Schilden. Ist immer noch im roten Ausrufezeichen. Aber wir haben jetzt inzwischen genug Platz für Crew. Dann kriegst du jetzt noch deine Mind. Wo ist hier vorne? Da ist vorne. Kriegst du jetzt hier noch deine Mining Laser? Ich weiß, es ist gedacht, dass die Sachen hier raufkommen. Aber das ist für mich nur für Kampftürme interessant. Mining-Türme hätte ich gerne alle vorne. Mining Laser. So, ist leider immer noch rot. Wir müssten die also eigentlich noch größer machen. Aber erst ein bisschen Probe fliegen. Puff, wir haben wieder Sachen rausgeschmissen. Er fliegt, aber es ist ziemlich träge. Träger, als ich es in Erinnerung hatte. Fehlt hier irgendwas? Acceleration 120, Max Velocity 400. Das geht eigentlich. Strom ist völlig okay. Kommt mir ein Ticken zu langsam vor. Können wir... Was ist hier hinter? Nix. Können wir dich ersetzen durch... Noch ein Engine? Ah, das ist nur eine... Platte, was ist hinter der Platte? Shield Generator. Den Shield Generator würde ich schon ganz gern behalten. Mach das mal alles weg. Hast du irgendwelche leeren Frames drin, die wir ersetzen können? Der war schon recht vollgepackt, ne? Das ist eigentlich richtig so mit den Inertia Dampern. Es wirkt ein bisschen schwer. Durch die Inertia Damp, ne? Viele Shield Generator, ja. Also normalerweise habe ich eine Ratio von 1 zu 1, von Hülle zu Schild. Das Ding hat fast 1 zu 2. Energy Container ist... Ja, da muss auch so sein. Das sind alles Generatoren. Davon könnten wir einen ersetzen, aber das wird nicht klappen. Also ich kann jetzt nicht einfach den hier zu einem Engine machen, richtig? Also ich könnte es. Es macht 20 Acceleration. Ganz für anderen kleinen Kram, aber nicht wirklich viel. Also es scheint zu gehen. Die Engines müssen wohl nicht nach außen zeigen. Ich glaube, das mache ich dann mal. Nochmal. Ja.
Ist okay. Wie wäre das andere Modell? Das bräuchte Trinium für irgendwas. Das ist schade. Brauchen beide Trinium. Trinium sollte aber nicht allzu weit weg sein. Also wir könnten es jetzt theoretisch schon abbauen. Das wäre eine ganz gute Idee. Eigentlich war mein Plan, jetzt den Miner so auszurüsten, dass wir 34%. Oh, du hast keine Cargo Base. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, das ist ein Problem. Ein Buddler. Ey, Buddler. Du. Größer. Oh, das geht. Ja, es geht. Oh. Hi. Okay, du bist definitiv tankiger. 19.000 Schilde. Immer noch Ausrufezeichen. Gib ihm die da drin. Ja, kein Ausrufezeichen mehr. Sehr gut. Hat Cargo geholt, hat alles. Schön tanky. Das Modell kennen wir doch auch noch. Ja, wenn wir dich jetzt losschicken würden, hätten wir 37%. Also müssen es auf jeden Fall noch aufstufen. 5%, 3. Ein kleines bisschen mehr. Immer noch ein kleines bisschen mehr. Und es geht. Ja. Na gut, unser Fighter. Switch to Fighter. Pirate Raid? Was? Wie wo? Achso. Ja, wir haben ein paar kleine Quests. Also wir haben noch recht viele Tutorial-Quests, die wir nebenbei erledigen sollten. Wo war ich gerade bei? Also Tutorial-Quests. Weg. Du kriegst jetzt einfach ein Schild draufgeworfen. Wird nicht schön aussehen, aber ist erstmal okay. Generator. Ein da. So, jetzt geht es einigermaßen auf. Energie geht. Sprungenergie ist auch okay. Crew haben wir genug. Ja, ist ein Anfang. Wir könnten. Ich schicke den Miner mal zurück. Meiner springt meiner. Springt dahin, dahin und dahin zurück. Und danach dann hier in der Nähe einfach irgendwo meinern. Und der Fighter macht das Gegenteil. Der Fighter sucht sich jetzt einen Weg rein in das Gebiet, wo wir Trinium schon abbauen können. Trinium ist das Blaue. Das da. Wo wir das abbauen können, guckt da nach Equipment Docks. Und mit den Trinium-Ärmern, die wir da dann kaufen können, wobei, wie heißt das nochmal? Naonit würden ja auch reichen. Momentan sind auf den Minern nämlich leider nur Titanium-Miner drauf und damit können wir nur Naonit abbauen. Wir brauchen jetzt also Naonit-Miner, um Trinium abbauen zu können. Oder gleich Trinium-Miner, aber die werden teuer sein und selten. Mal gucken. Also eins von beiden auf jeden Fall finden.
damit der Miner dann Trinium abbauen kann und wir dann noch stärker werden. Damit die Miner hier irgendwann auch in Ruhe alleine arbeiten können. Eine Alternative wäre einfach nur Masse statt Klasse. Und wir bauen einen zweiten Miner. Und dann gehen die zu zweit los und sollten dann bessere Chancen haben, durchzukommen. Bist schon da? Hi, Miner. Hier solltest du klarkommen, oder? 4% Safe Mode. 26.000 Titan. Area scheint nicht besonders gut zu sein. Mach erstmal. Hauptsache, wir haben jetzt diese 15-Minuten-Zyklen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ihn zwischendurch wieder brauchen, dann könnte ein Zyklus schon mal durch sein und wir haben wenigstens einen Teil der Beute. Fighter. So, dich. Tiefer rein ist Nordosten. Also kernwärts. Hast du denn alle Sachen drin, die du drin haben musst? Bräuchten besseren Scanner. Bräuchten alles besser. Oh, na gut. Du. Spring. Mal was Gelbes. Also ja, das ist kein Equipment-Dock, ich weiß. Aber ich würde ganz gerne vorher, bevor wir jetzt diese ganzen Erforschungssachen machen und so, schauen, wie stark das Schiff mit den Schildgeneratoren zusammen jetzt ist. Also eventuell könnten wir damit sogar schon den Piratenboss angehen. Aber da hätte ich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Feuerpower für. Und vor allem, dass alle Waffen dieselbe Art sind. Also, oh, warum noch? Also alles Laser oder alles Gatling-Gun oder ähnliches. So, das sind UDAF AFK-Piraten. So eine Firepower habt ihr. Also wir sind jetzt gerade bei 350. Dafür sind wir sehr tanky. 203. Ja, das geht völlig. Kratzen nicht mal das Schild ordentlich an. Ja, damit. Aber mit dem Schiff könnten wir auch schon tiefer reingehen und dann in den Trinium-Bereichen versuchen, so einen Sektor zu klären, um dann schon das Baumaterial zu bekommen, also das Wissen um das Baumaterial. Ah, Schild ist auf der Hälfte, ganz so großspurig sollte es vielleicht auch nicht sein. Schon ein großes Schiff? Nee, ne? Schild ist gleich down. Der will abhauen. Was zum Geier bist du? Premium Laser Exotic. Hallo. Ich bin am Looten. Erst töten, dann looten, ja. Alter Tag auf Weisheit. Das ist immer einer mehr. Hier sind ein Dutzend mehr. So viel schönes Zeug. Schild ist nicht existent. Schild ist weg. Einer ist da hinten noch. Wie lange braucht das Schild, um wieder aufzutauchen? Schon eine Weile, ne? Da wären jetzt Torpedos praktisch. Dann könnt ihr einfach hinterherjagen.
Das ist ein durchgestrichener Fighter, ein Anti-Fighter. Fighter? Also Anti-Fighter-Fregatte. Reichweite. Sektor cleared. Prime Pulse Gun Exotic. Bursting Dual Pulse Gun Exotic. Also was haben wir hier? Mehr Türme. 4 Stück, egal welche. Und besser als alles, was wir hier haben. Kombatürme 4 Stück. Das sollten wir denn eher hier raufklatschen, damit der meine dann das andere bekommen kann. Das ist egal. Waffen. So. Leider nur Eisen. Eisen. Der Laser sieht okay aus. Ja. Ich würde eh ganz gerne auf komplett Laser umstellen. Das heißt, Minigun weg. Laser ran. Pulsgun, Triple Pulsgun. Da ist noch ein Laser. Double Scorcher, Dual Laser, Quadra Shooter. Wie viel Platz haben wir noch? 4 von 4. Da ist noch irgendwas Burstiges. Aber wir haben auch keine guten Laser. Mehr richtig. Laser. Ach, der Premium Laser. Ja, auch wenn er nur Eisen ist, aber macht einigermaßen Schaden. Welcher von euch kann jetzt noch weg? Double Scorcher. Oh, wir haben eine Defense Cannon draufgepappt? Nee, komm so. Boop. Das ist ein Purifying Mining Laser. Warum kann ich den nicht? Achso, na. So, das Inventar nicht nebenbei offen haben. So, jetzt haben wir Laser. Scorch Laser. Quadra Shooter weg. Fünf und fünf. Wir müssen immer schön auf unsere Seite achten. Wir können nur auf das schießen, was rechts von uns ist und ein bisschen vorne. Burstet immer noch was. Oh, den Quadra-Shooter habe ich nicht abgemacht. Prime Pulse Gun, nein. Da ist der Laser. Gib mir die sind schon echt schlecht. Ja, jetzt haben wir wenigstens Instant. Wir wissen, wenn wir abdrücken, da wo der Cursor ist, trifft es auf. Wir müssen nicht vorhalten, gar nichts. Wir haben dann aber auch einen Cooldown, weil wenn ich eine Weile schieße, läuft das alles heiß. Das hätte aber schon eine ganze Weile. Ja, dann gehen sie nach und nach aus, müssen erst wieder hochgehen. Aber die Zeit können wir dann auch selber nutzen, um auszuweichen, Distanz aufzubauen oder ähnliches. Naja, gut, dann weiter rein. Der Miner macht währenddessen fleißig sein Ding. Hier ist noch ein Wurmloch. Stimmt.
Also es wäre zu gut, wenn das Ding wirklich weiter in Richtung Kern führen würde, das Wurmloch. Ich denke, es wird durch den Kern quasi durch auf die andere Seite führen. Was uns denn nichts bringt. Aber hey, checken, 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 checken. Bist du? Hallo? Valuable Objects detected. Jo. Operation Exodus. Exodus. Du. Wurmloch. Ah, nehmen wir noch dich. Da würden wir gerne durch. Oh Gott, nein, es ist ein richtig gutes Wurmloch. Es ist kein Ausrufezeichen oben. Also ich glaube, wir können hier bleiben. Alles ist gelb oben so. Okay. Fass eins. Jo, weia. Ja. Schub, 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 Schub. Wir sind tot. Wir haben jetzt keine Energie mehr. Die holen auf, die schießen einmal. Wir sind tot. Destroyed. Das sind unsere ganzen Laser gewesen. Okay. Ich war vielleicht ein wenig. Warum war das? Also, verzeih ich nicht. Ja. Also, das Schiff ist komplett weg. Alle Module, die in dem Schiff waren, sind komplett weg. Alle Türme, die dran sind, sind komplett weg. Das ist Hardcore. Normalerweise könnte man halt hier jetzt hingehen und sagen, Tau, also TOW, das ist rantauen. Also ranziehen mit so einem Schlepperkahn quasi. Und da wird das Schiff hier, ich gehe davon aus, wir sind wieder ganz zu Hause. Nein. Okay. Hier dann normalerweise wird man kostenlos wiederhergestellt. Mit allen Modulen, allen Türmen und so weiter. Dem ist jetzt nicht so. Heißt, wir werden ein neues Kampfschiff bauen müssen. Und vielleicht auch erst ein bisschen shoppen gehen. DPS pro Slot. Ja, das ist wieder so ein. Nee, nicht nur Laser. Alles. DPS pro Slot. Mit 33 ist das das Beste. Hier ist doch einer mit 76. Ja, irgendwas stimmt gerade bei der Berechnung nicht. Group of Alien Ship has warped in. Das tangiert mich gerade wenig. Ich bin eine kleine Drohne. Greifen die an? Wo sind die? Ja, die kämpfen da unten. Ein gelbes Modul. Gold. Oh ne. Boah, du Faker. Es ist bloß ein Shuttle. Ich dachte schon, ich könnte hier abstauben. Ja, ne. Also. Meine. Hast du in der Zwischenzeit schon eine Ladung gemacht? Objekt destroyed. In 3 Minuten ist er durch. Ja, was ich dann machen werde, ist. In 3 Minuten das abbrechen und dann mit dem Miner eine Weile losziehen. Und wieder genug Naonit sammeln. Wir könnten
Kann ich das trotzdem wieder Fighter 1 nennen? Nein, weil wir schon einen haben. Können wir... Probieren wir ein bisschen rum. Ich habe noch nicht so viel Hardcore gespielt. Eventuell können wir ja zurück zu der Repair Station. Hallo? Achso. Zurück zu der Repair Station und das Schiff quasi neu kaufen. Also so, also nicht mit den Modulen, nicht mit den Türmen, die sind halt weg, weg. Aber einfach das Design nochmal kaufen. Also die können jetzt einfach wieder bauen. Trotzdem mal checken. Das ist ein Ressourcedepot. Reconstruction Kits. Tau ship from anywhere in the galaxy. Repair and tau for free use. Ja, die gibt's hier halt, wie gesagt, nicht, soweit ich weiß. Nö. Dann müssten wir hier hingehen, dich einmal raus-xen. Oh, der Captain ist auch weg. Eieieiei. Okay, also wir sollten vorsichtiger sein in Zukunft. Trotzdem war es das wert. Wir wissen jetzt, wir kommen sehr schnell von dem... Also hier irgendwo ist Eisengebiet, dann kommt hier langsam Titan. Dann hier wahrscheinlich Naunit und da Trinium, wo wir gerade gestorben sind. Und wir können die Gebiete jetzt sehr schnell überspringen, dank den Wurmlöchern. Also das hatte ich noch nie, dass sie so gut waren. Vor allem so nah beieinander. Da kann man fast in einem Sprung dann rüberhopsen und dann gleich durchs nächste Wurmloch durch. Ja. So, jetzt können wir dich Fighter 1 nennen. Und... Ja, 1500, das geht auch. Ja, nimm den hier. Hat erstmal nur 3 Module. Aber das ist okay. Fire Crew. Zwei. Das ist rot. Wir sind im absoluten Neulingsgebiet und es ist rot. Wow. So, warte, wir brauchen jetzt Combat Turret Subsystem installieren. Wegen Schildbooste wäre vielleicht auch noch ganz nett gewesen, bevor wir da in so ein Hornissennest reinspringen. Fürs nächste Mal. 6 Türme können wir jetzt ausrüsten. Also DPS. Plasmatic Stinger. Oh, das ist schon Naunit. Da müssen wir jetzt aufpassen mit dem Platzieren. Turret Base. Ja. Quadra Shooter. Kein Salvager. Chain Gun. Puls. Puls. Einen haben wir noch. Okay. Chain Gun. Nur dann nach Slots. Brauchst du 2 Slots? Oh ja. Du brauchst nur einen. Dann dich Auto-Assign. Brauchen trotzdem mehr. Jetzt sind wir schon am Cap. Okay, dann ein kleines bisschen aufmotzen. Können wir nicht wirklich. Dann ein kleines bisschen Crewquartiere rauf. Machen wir später wieder weg, wenn es hochskaliert ist, hoffentlich. Ah ja. Okay,
Wir haben schon mal kein rotes Ausrufezeichen mehr. Also okay. Sieht schnicker aus, das Ding. Steuert sich auch ganz gut. Ja. Ich denke, dann werde ich das jetzt machen. Jetzt haben wir wenigstens ein kleines Schiff, das rumfliegen kann. Können wir dich... Wir können dich nicht auf eine Scout-Mission schicken, weil wir keinen Captain haben. Du hast nicht zufällig einen Captain, oder? Nein. Ja, also ich werde noch nach einem Captain suchen, denke ich. Und primär mit dem Miner Erz sammeln. Dass wir das Schild ordentlich wieder hochboosten können von den beiden. Und dann... Passt das? Ah, die erste Ausbeute. 5500 Titanium. Nicht, dass wir es wirklich super stark bräuchten, aber man kann es ja immer noch verkaufen. Ne? Geld ist auch wichtig. Es geht schon langsam gut runter. Wir hatten unsere Ausbeute von den Plündertouren. Das ist bald alles weg. Müssen wir vielleicht mal neu plündern gehen. Schauen.